Weiter geht's mit Alien Isolation. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich im Schrank stehe? Ich wollte vor der Aufnahme noch mal ein bisschen den Ton anpassen, da ich manchmal die Stimme etwas so leise fand. Hab's aber nicht wirklich hinbekommen. Kurzfassung, ich habe einfach mal kurz die Untertitel aktiviert. Das heißt, wir können es einfach mitlesen, falls es mal wieder zu leise wird. Aber gut, letzte Folge sind wir hier beim Speicherpunkt angekommen, nachdem wir fluchtartig von den Leuten weggelaufen sind. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diesen komischen Energieüberschreiber irgendwie repariert bekommen. Ich habe leider gar keinen Plan, wo ich hin muss. Also folgen wir einfach mal diesen Weg hier. Was nicht so gut klingt. Und wir brauchen auch eine Schlüsselkarte. Wir haben schon mal welche aufgesammelt, aber anscheinend funktionieren die nicht. Da kann ich die irgendwo ausrüsten. Sieht mir nicht so aus. Okay. Dann gucken wir einfach mal woanders lang. Ich bin ein bisschen nervös, denn wir haben letzte Folge auch hier das Alien gesehen, durchs Fenster durch. Das hat ja auch schon Excel auf dem Gewissen. War so ein bisschen Angst vor dem Teil. Tür verschlossen auch. Müssen wir wohl hier lang. Das wird wahrscheinlich nur ein Rundgang sein. Und hier haben wir wieder Schrott. Können wir noch mitnehmen? Ja. Ein bisschen geht noch, aber die Tasche ist halt schon extrem voll. Oh. Auf linke Maustaste gekommen und ich kann wieder schlagen. Ja, das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich immer auf linke Maustaste schlagen. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Schaden das macht. Oh. Ich habe mich ganz gewundert, was für ein Geräusch ist. Ist das ein Problem, dass mich das Ding sieht? Ich hoffe mal nicht. Kommen wir hier rein? Gerät unzureichend. Okay. Dann kommen wir ja nirgendwo weiter. Okay, klettern wir hier mal rein. Vielleicht gibt es ja doch noch einen weiteren Weg. Sehen wir zum Glück wieder gar nicht dunkel hier drin. Rechts um ging es nicht weiter. Okay. Wird also wirklich nur ein Rundgang sein. Aber egal, wir gucken einfach mal durch hier. Hier ist ein Raum mit nichts drin. Hier ist nochmal ein Ausgang. Oh, hier haben wir Sachen. Perfekt. Mal reingucken. Schrott, Schrott. Können wir nicht mehr mitnehmen. Leuchtfackel. Revolvermunition. Sehr wichtig. Es lohnt sich also doch mal ab und zu in diese Lüftungsschächte reinzugucken. Hier kann auch ein bisschen was spawnen, was wir mitnehmen können. Und dann sind wir wieder hier. Müssen wir also doch nochmal zurück. Vermute ich mal. Zu oben irgendwas übersehen haben. Geht es hier noch irgendwo weiter? In der letzten Folge hier ein bisschen in Panik untergelaufen, haben sie wirklich auf meine Umgebung geachtet. Hier unten scheint es schon mal nichts zu geben. Mal sehen, Etage höher. Die Tür war auch zu, ne? Ja. Ich hoffe mal, die warten hier nicht irgendwo. Man ist einfach irgendwie weggegangen. Strom wiederherstellen. Mein Gott, alles zu. Hier wäre ein Schrank zu verstecken gewesen. Aber das merken wir uns jetzt einfach mal. Falls sie oben noch sind, können wir dann immerhin dahin abhauen. Oh. Ne, ich dachte gerade, da guckt ein Fuß durch, aber es war irgendeine Mütze. Ne, da liegt eine Leiche. Hä? Da guck ich mal durch. Hallo. Aber gut, wo sollen wir denn jetzt hin? Ist die Frage. Geht unzureichend, was heißt das genau? Wir gucken nochmal runter zu diesem Kontrollraum. Vielleicht können wir da irgendwas machen, was ich gerade übersehen habe in der Eile. Achso, das war das kleine Gerät unten. Die Tür, die immer offen zugeht. Den haben wir schon benutzt. Da können wir uns noch verstecken. Und hier. Oh. Schlüsselkarte. Ja. Wir haben wirklich was übersehen. Aber das braucht mehr Energie. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr. Okay, sehr gut. Dann kommen wir jetzt hier durch. Ja. So. Einfach mal besser umgucken. Hier sieht's auf den ersten Blick sicher aus. Mal sehen, was wir hier so finden. Man hat auch immer noch nicht den Ionenschneider oder den Phasenschneider oder wie das zweite Teil hieß. Was mir ein bisschen Sorge macht.
Aber ich glaube, zu den Türen kommen wir niemals wieder zurück, die am Anfang waren. Noch eine Ausweiskarte. Ich weiß auch nicht genau, was die bringen. Wir haben schon 3 oder 4 Stück von denen. Aber ich kann ihn nicht ausrüsten oder auch sonst irgendwas damit machen. Geil, finden wir vielleicht noch raus. Oh. Das sieht schon tot aus. Okay, wir gucken da gleich hin. Erstmal hier im großen Raum bleiben. Rauchgranate. Okay, neuer Bauplan. Ich stelle jetzt mal hier kurz in die Ecke und guck mal, was wir dafür brauchen. Rauchgranate. Benötigen wir Ethanol? Haben wir. Einen Sensor? Warum auch immer? Haben wir. Und Bindemittel. Plus 10 Schrott. Stellen wir uns mal eine her. Auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Na gut, wir können uns auch eigentlich noch eine herstellen. So. Und craften. Perfekt. So, was finden wir hier noch? Da haben wir schon. Hier haben wir Sensor. Perfekt. Impfpistole, Schrott, Ladungspack. Nehmen wir auch alles mit. Hier ist auch nochmal eine Kiste. Da war anscheinend schon dran, oder die war leer? Nochmal Schrott. Und das sieht mir so aus, als wäre es alles gewesen. Gehen wir mal einen Raum weiter. Gucken wir jetzt hier rein oder erstmal rechts und links? Oh Gott. Oh Gott. Der Flugschreiber. Was? Was? Was passiert? Oh. Konzentrier dich. Scheiße. Oh nein. Wir sind eingesperrt. Ich höre Schritte. Ein Alarm. Und der Flugschreiber. Der einzige Grund, weswegen wir hier sind, ist kaputt. Ich kann mir die Daten noch irgendwie retten, aber nach ihrer Reaktion zu urteilen, nicht. Soll ich machen? Ich bin ein bisschen nervös. Alarm beunruhigt mich. Hier gibt's nichts zu verstecken. Oh, was ist das? Suchen. Benutzen? Hm? Ah, okay. Man kann die anscheinend mit herstellen, um so neue Wege frei zu machen. Die Frage ist nur, was bringt uns das und warum welche Schritte? Da ist irgendwas, glaube ich, was man interagieren kann. Hier? Ja. Daten. Datenzelle! Das Ding zu überschreiben, was wir brauchen. Perfekt. Okay. Funktionierende Zugungsgenerator. Wie das gehört, die Stimme war halt ultra leise, während die Musik extrem laut ist. Aber jetzt haben wir immer die Untertitel. So, können wir jetzt hier aufhacken? Warte was? Mit Maus auf das Codesystem zugreifen, Tasten bewegen und E nutzen. Oh wei, wei, wei. Warte, was soll ich machen? Das hier ist Nummer 1. E? Ah, okay. E. E. Okay, cool, hat geklappt. Sehr gut. Dann schnell raus hier. Können wir den Alarm wieder ausschalten? Der nervt ein bisschen. Ja, mal sehen. Ich hoffe mal, der hat keinen angelockt hier. Der Alarm. Wollen wir hier rein? Oh, perfekt, jetzt können wir wirklich jede Tür aufknacken mit dem Ding. Okay, wie war das jetzt? Oh, man kann sogar komplett rumgehen, da. Das hier. Das hier. Und das hier. Das schnelle Gepiepe macht die Sache nicht einfacher. Setzt einen einfach unter Druck. Okay. Was haben wir hier? Revolvermunition. Sehr gut. Ein Ort zum Verstecken. Semi-optimal. Können wir suchen. Batterien, Ethanol, Schrott. Nehmen wir alles mit. Christian Marshall Waits. Hier spricht Chief Porter von Tech Support. Waits, da ist nichts auf dem Flugschreiber. Oh. Aber es gibt wie viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung.
Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf der Nostromo den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren, oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Also entweder waren die wirklich beschädigt einfach nur, oder jemand hat die Daten sabotiert. Warum auch immer. Oh Gott. Sieht alles nicht gut aus. Ich werd hier... Das sind Schritte, mach mich echt nervös. Blendgranate, nehmen wir mit. Hier piept doch irgendwo irgendwas. Komponente. Können wir durchsuchen, der hat Schrott. Und einen Sensor dabei. Aber anscheinend war es das. Mal sehen, Blendgranate. Fehlen uns Sprengkapseln für. Kann man die irgendwie herstellen? Scheint mir nicht so. Zumindest kann ich da nichts anklicken. Na gut. Aber jetzt haben wir immer dieses Gerät zum Türen öffnen. Damit können wir schon mal weiter. Gucken wir einfach mal zurück hier zum Kontrollraum. Junge, da kamen so Partikel runtergefallen. Ich hab schon mal tot gesehen. Immer noch geringe Energie. Ich würde sagen, wir speichern das erstmal alles. Wir müssen das nicht normal machen, falls wir sterben. So, weil wir ja gestern schon gelernt haben, das kann relativ schnell gehen mit dem Sterben hier. Was ist das für ein Geräusch? Ding ist halt, ich weiß auch nicht, was das heißt. Das kann nicht wahr sein. Diese Geräusche. Oh. Das ist nicht gut, wir wurden eingesperrt. Das Gepiepe die ganze Zeit hier. Super am Nerven. Tür ist verschlossen. Ich kann jetzt hier unten was aufknacken. Oh ja. Okay, hacken uns da mal rein. Oh, da war's gerade. Wir haben komisches Zeichen, anderes komisches Zeichen und dann halbes Add-Zeichen. Perfekt. Praktisches Gerät. Was haben wir hier? Irgendwelche Informationen zur Story? Nehmen wir doch gerne mal mit. Wir haben hier ein Archiv. Chief, die gute Nachricht ist, dass die Archivierung des internen Mail-Systems von Sevastopol im Zuge der Stilllegung zu 80% erledigt ist. Die Verbindung zu Apollo wurde getrennt, aber das einfache Nachrichtensystem funktioniert noch, für die Leute, die noch hier sind. Jetzt die schlechte Nachricht. Wer auch immer das System erstellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Mike Tanaka? Schaut sich die Sache an. Er ist der Spezialarchivar, den wir bestellt haben, und das scheint sich auszukennen. Ich wollte sie nur schon mal warnen. Franco, glaube ich. Dann haben wir hier freigegeben. Ein Vorposten des Fortschrittes. Trostlose Isolation. Die Raumstation, die niemand wollte. Verwaltet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol ist nur noch ein rückständiges Nest. Die Bevölkerung liegt bei einem Zehntel der Optimalzahl. Andockrampen stehen leer und die Rolllehnen der Geschäfte sind allesamt runtergelassen. Bestellungen für Sexons kostensparende hergestellte Androiden sind längst Schnee von gestern. Und das antiquierte Apollo-KI-System unterliegt häufigen Störungen. Wie konnte es so weit kommen? Und viel wichtiger noch, wohin sind die Milliarden von Dollar an Investitionen verschwunden? Mein Name ist Julia Jones. Für diesen Bericht in der Colonial Times habe ich 2 Monate lang auf Sevastopol gelebt und den Preis entdeckt, den unsere zweitrangigen Firmen für ihre Überexpansion im Wettrennen in die Tiefen des Weltalls bezahlen müssen. Okay. Hier noch eine Audiodatei? Auch nicht. Da können wir auch nichts machen. Okay, nichts Interessantes im Flugschreiber leider. Gucken wir mal, was haben wir hier noch? Ein bisschen Loot. Vorne mal noch eine Kiste auf den Tisch, gucken wir gleich hin. Da können wir uns noch verstecken. Ethanol, sehr gut. Können wir uns ein paar mehr Rauchgranaten herstellen. Aber wir lassen es erstmal. Oh, Abriegelung deaktivieren, das war ja einfach. Oh oh. Der Schritte. Ach du Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen. Yeah.
Das, was jemand hier benutzt. Geh einfach mal ganz langsam und ganz schnell zum Schrank erstmal. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir das Alien freigeschaltet, sag ich mal. Ah, nein. Oh. Kann ich unter verstecken noch weiter? Krass. Okay, wir haben eine Waffe. Gut, aber einfach mal, dass das Alien ein bisschen tanky sein wird. Lass uns da vielleicht so ein Revolver nicht so viel bringt. Shit. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich hin muss. Ist auf jeden Fall nach da abgedackelt. Das heißt, eigentlich will ich da nicht lang, aber... Ich denke mal, da müssen wir lang, ne? Gehen trotzdem mal einen Schritt zurück. Und jetzt hier oben irgendwo durch, vielleicht noch. Ich höre hier Schritte. Die Tür ist noch verschlossen da gewesen. Ja, sieht auch noch zu aus. Da wäre jetzt wieder offen. Wir gehen erstmal zum Speicherpunkt. Muss immerhin die ganzen Story-Elemente nicht nochmal anhören. So, komm, schnell, schnell. Jetzt keine Warnung. Oh, okay. Jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen sicherer. Wir gehen jetzt mal nach links. Oh Gott, hab ich davor erschrocken. Und gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Weißt du, er ist nicht, wo es am sinnvollsten ist, hinzugehen. Strom brauchen wir. Die Tür hier oben ist immer noch zu. Oder? Geht doch nicht. Wir können jetzt einfach aufknacken mit dem Ding. Na komm, da haben wir es. Ein V. Was auch immer das hier ist, sondern das hier. Los, schnell, schnell. Okay, sehr gut. Die Leiche ist weg. Aber sein Revolver ist noch hier. Was passiert hier? Das ist gar nicht Sinn, eigentlich. Oh Gott. Okay, ganz schnell weg. Oder wir beobachten, wo es denn geht. Okay. Auf, lauf, 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 lauf. Geh auf. Irgendwo ein Schrank, irgendwo ein Schrank. Hier. Rein da, rein da, rein da. Oh. Der hat mich nicht gesehen. Okay, ich glaube, es ist vorbeigegangen. Das Gute ist, die Leute, die uns letzte Folge so oft getötet haben, sind jetzt tot. Das Schlechte ist, dass das Aliens hier rumläuft. Woher weiß ich, ob es sicher ist? Ich höre es noch laufen. Egal, komm. Wir wollen jetzt hier nicht campen. Oh nein. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, wo ich hin soll. Oben hoch, drunter. Ich glaube, von den Schritten her zu urteilen, ist das Alien nach unten gelaufen. Gehen also erstmal nach hier oben. Okay, ich bin so tot, oder? Ich bin so tot. Geh rein, geh rein. Ich mach alles zurück, wir gehen ab sofort nach unten. Oh Gott. Okay. Schieß doch. Oh Mann. Gut, halten wir fest. Das Alien kennt den Trick mit dem Schrank schon. Gut, dass wir gespeichert haben. Eieiei. Okay, Planänderung. Wir gehen nicht nach oben. Dann gucken wir uns erstmal weiter unten um. Solange das Alien da oben beschäftigt ist, die anderen Leute abzuschlachten.
Alter. Gut, ich glaube, wir hatten alles Wichtige gespeichert hier, ne? Gucken wir mal hier rein. Ach, bitte sag mir jetzt nicht, dass hier eine Sackgasse ist, einfach nur. Doch. Doch, sieht so aus. Dann hier ist einfach nur ein Rundgang, wenn ich mich recht erinnere. Ja, machen wir es auf. Haben wir immerhin nochmal einen Fluchtweg mehr, vielleicht. Bitte leg es leise ab. Danke. Ich weiß nicht genau, wie das Alien einen bemerkt. Ob man so laufen darf oder ob man schleichen muss. Oder ob nur Sprinten gefährlich ist. Müsste man nochmal testen. Kann ich schon wieder speichern? Nee. Okay, schade. Die Geräusche. Egal, dann gehen wir jetzt hoch. Gott, oh Gott. Das flog auf einmal so Kanisterin. Wir gehen dann jetzt hoch. Gucken uns die Katzen an. Oh, hier ist sogar noch so ein Kartentisch. Und dann verstecken wir uns direkt im Schrank, weil jetzt wissen wir, dass das Alien herkommt. Ich glaube, wir müssen auch mal aufknacken hier. Oh, das ist ja woanders. Ach, der Code ist ein anderer. Jetzt die Frage. Man wird hier noch irgendwo anders verstecken. Das Alien tötet die Leute. Und wir hier irgendwo hin. Stecken wir uns einfach mal hier. Ich dürfte nicht wissen, dass wir hier sind. Wir sind durch die Tür gegangen. Never mind. Wieso ist die Musik so laut? Ich kann keine Schritte hören. Ich glaube, ich muss jetzt zum Fahrstuhl. Das war ja sowieso unsere Hauptmission. Okay, wir gehen einfach ganz gemächlich mal nach hier gucken. Guck mal hier, Küche. Klingt doch entspannt. Können wir da durch? Nee, Gerät unzureichend. Schritte? Ja, ne? Ja, Junge, die Musik ist ja das Schlimmste hier. Hier ist immer noch zu, okay. Kann ich jemanden erkennen von hier? Nee, ich höre Schritte links. Und zwar dicht. Ja, okay, schön weiter. Du ekelhaftes Ding, Alter. Okay, es guckt hier nicht in die Ecke. Sehr gut. Ah, es guckt um das Fenster. Geht weiter. Und hinten raus. Dann? Ich sehe es nicht mehr. Wo ist es? Wir müssen nach unten zum Fahrstuhl, meine ich. Wo ist es hin? Es ist doch gerade da lang gelaufen schon, oder nicht? Ich trau mich nicht runter.
Schwarz oder nie. Haben wir Loot? Keine Ahnung, ich geh jetzt nicht looten. Wir machen jetzt einfach auf. Ich hab nicht so lange gezögert. Schnell, schnell, schnell da. 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 Los, 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 geh auf. Wieso so lange? Oh lang, oh lang. Drück. Hast du gedrückt? Oh mein Gott, ich hab's hinter mir gehört. Eieiei. Wir brauchen unbedingt einen Speicherpunkt. Ich hoffe, ihr habt jetzt kein Loot übersehen, aber das war mir zu riskant. Willkommen bei Seeks and Communications. Ach. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Ach, ja. Leute, ist jemand? Hat er mich gesehen? Ist er böse? Und das einmal kurz den Kartentisch. Ja, wie soll ich mich an dir vorbeischleichen? Ich glaube. Oder geht er da nochmal weg? Okay, der guckt mich an, glaube ich. Hallo. Scheint nett zu sein. Ich komme gleich, ich guck mich einmal kurz um. Hallo? Mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Oh, das ist... Kein Wunder, dass Seekson das technische Wettrüsten verliert. Das ist einer dieser KIs. Auf unsere Hinweis ist Verlass. Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Unsere Synthetiken verfügen über ein simples Design. Keine simulierten Emotionen. Keine lebensechten Eigenschaften. Sie arbeiten für Sie, damit Sie genial, einfach, einfach genial. Okay, Hiwis heißen die Teile. Was haben wir hier? Wir können neu verkabeln. Habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz gescheckt. Raumwechsel in Tabulator. Ach, super. Jetzt haben wir hier 16 Räume. Ich weiß immer noch nicht genau, was das bringt. Türzugriff. Luftreinigung. Weißt du was? Luftreinigung klingt doch nicht so brauchbar. Wir machen mal Türzugriff an. Kamera aus, Türzugriff. Die Frage ist, wo sind wir gerade? Ich glaube, hier sind wir reingekommen, so. Und hier stehen wir, ne? Beim RW. Sie haben mit uns eine Tür aufgemacht. Oder? Ja, okay. Ich glaube, langsam komme ich dahinter, wie es funktioniert. Leuchtfackel, können wir schon mehr tragen. Okay, die Luftreinigung macht es anscheinend nebelig, wenn man die ausschaltet. Gut, dann wissen wir schon mal. Da müssen wir nicht nochmal hin. Türzugriff kann weg. Deaktivieren. Können wir das wieder aktivieren. Der Raum ist fertig. Ich hab Kugel drückt anstatt Tab. Lautsprechersystem, Beleuchtung. Klingt nicht so wertvoll. Ich glaube, das war's. Okay. Wie sieht's aus bei dir? Ich glaube, der macht immer noch nichts. Gehen wir mal weiter. Frage ist jetzt, was mit dem Alien ist. Ob das jetzt irgendwie hier hochkommt mit dem Fahrstuhl oder so? Ich hoffe mal nicht. Ionenschneider. Wir brauchen das Ding. Da ist gerade noch jemand rumgelaufen. Also was haben wir hier? Irgendwie Kühlraum oder so? Aber hier sieht es mir relativ leer aus, oder auch nicht? Und so viele Wege wieder. Ionenschneider. Die Tür ist zu. Das nehme ich mal alles nur einen Rundgang. Guck mal nach hier hinten. Aber auch hier brauchen wir einen Ionenschneider. Ich hoffe, ich habe den nicht irgendwo übersehen. Das wäre so ärgerlich. Aber ich denke mal nicht. So viele Türen, wie es hier gibt. Hallo. Du siehst im Glück gar nicht gruselig aus mit deinem Leuchter in den Augen. Ich guck nur. Wie viele sind denn hier? Schlüsselkarte. Kann ich Ihnen helfen?
Ja, also hier läuft so ein Alien ich rum. Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komm schon selber rein. Moment, der sieht echt creepy aus. Auch mit diesen Falten am Hals. Hätten Sie sich schon ein bisschen mehr Mühe geben können. Davon würde ich abraten. Sorry, okay. Wollte nur gucken. Na gut. Hier ist alles abgeschlossen, ne? Das sind noch mehr von den Viechern. Egal, wenn die alle gegen das Alien kämpfen, haben die vielleicht eine Chance. Bin ich jetzt hier noch richtig? Ich habe langsam schon die Orientierung verloren. Aber scheint mir so ein Rundgang zu sein. Und hier sehen wir alle Türen, die noch gesperrt sind. Was sind das hier für Dreiecke? Ach, hier brauchen wir diesen Ionenschneider, ne? Hier, genau, hier war das der Kühlraum. Und da waren diese zwei Türen, okay. Da ist noch einer, mal sehen. Wenn wir jetzt hier rangehen, wird dann eingezeichnet. Ah, okay. Na ja, cool, dann wissen wir jetzt immer schon mal, was das Zeichen heißt. Tür verschlossen. Ich bin immer noch nervös von der Alien-Attacke gerade. Was haben wir hier? Bindemittel, voll. Meine Güte. Jungsmelder. Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Leerhalten Bewegungsmelder zu nutzen. Gibt es ein Problem? Nein. Nein, kein Problem. Okay, jetzt können wir sehen, wo die Leute sind. 30 Meter, 40 Meter unten links sieht man das. Reicht bis. Ja, knapp 80 Meter. Noch ein bisschen drüber. Oder was hast du unten links? Naja. Ich weiß nicht, ob das Ding Batterie hat, also lass ich es einfach mal weg erstmal. Neuverkabelung, gucken wir gleich an. Greif erstmal hier aufs Terminal zu. Vielleicht gibt es ein paar interessante Informationen. Überbrückung. Huge. Ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht. Um Unfälle zu vermeiden, während wir rausfinden, was hier los ist. Schief. Der andere ist Fehler, auf der Teil kann nicht zugegriffen werden. Zuerst erschien ein Auge auf Saxon. Wir wollen ihnen keine neue Welt zeigen. Wir wollen sie mit ihnen entdecken. Wie hieß das nochmal? Seeksons, glaube ich, ne? Seeksons. Soll jede neue Technologie, jedes neue Forschungsprojekt, jede neue Entdeckung Anwendung im Alltag finden, um ihnen zu dienen. Wir hoffen, sie werden sich uns auf unserer Reise anschließen. Ja, mal sehen. Morgen gemeinsam. Seeksons Reise in den Kolinalweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Unser Ursprung im All. 2034 änderte alles. Die Ankunft der Überlichtreisen ebnete Seeksons, vormals Sieg und Sohn, den Weg zum Erfolg. Ah, okay, Sieg-Sohn. Also zusammen Sieg-Sohn. Okay, Sieg-Sohn. Den Weg zum Erfolg. Das Rennen in den Weltraum begann und unter der ersteten Führung des Gründers Josiah Sieg war unsere... Josiah Sieg war unsere Firma bereit für die kommenden Jahre. Sieg und Sohn baute die Komponenten, mit denen Schiffe den Kolinialweltraum über das Sonnensystem hinaus ausbreiten konnten. Wellen Corp teilte seine Überlichttechnologie nicht mit anderen Unternehmen. Glücklicherweise stand Josiah Sieg parat, zu spekulieren, innovieren und zu produzieren. Was? Egal. Ohne Sieg und Sohn sähe der Himmel heute wahrscheinlich anders aus. Wieso haben die alle so komplizierte Namen? Nehmen wir nochmal eine Textdatei. Falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Seekson Communications. Seekson. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Okay. Zubehör, Türzugriff. Überbrücken. Oh, da haben wir die Tür aufgemacht. Okay. Hier können wir nochmal umkapseln. Können wir auch nochmal gucken, was es hier so gibt. Luftreinigung, Beleuchtung, Lautsprecher. Klingt das nicht so interessant? Luftreinigung, Beleuchtung, Lautsprecher. Okay, wir können auf diese beiden Sachen zugreifen.
Ja, ich glaube, Lautsprecher aktivieren bringt nicht so viel, oder? Ich lasse es erstmal so auf Standard. Dann gucken wir hier mal durch. Ich weiß aber gerade gar nicht so genau, was unser Ziel ist. Laufen wir einfach mal hoch. Ich weiß, das ist kein verbotener Bereich oder so. Weil wir ja dafür gerade eigentlich irgendwie eine Türsperre überwinden mussten. Oh, Speicherpunkt. Danke. Oh. Sehr gut, dann müssen wir das immerhin nicht normal machen gleich. So. Gehen wir mal durch. Okay, Licht geht an, das ist nett. Und wir hatten es einfach mal an der linken Wand und erkunden alles. Hier ist alles zu. Und hier gibt es auch nichts, okay. Dann brechen wir hier mal den Raum auf. So. Komm, geh doch. Okay. Warte, was? Human Employee Recreation? Das heißt, hier werden die Roboter hergestellt? Oder was soll mir das sagen? Oh, was war da? Da, Leuchtfackel. War es voll. Sterilisierungsduschen. Ansonsten gibt es hier anscheinend nicht wirklich was. Die Markierung am Rande des Bewegungsmelder-Fensters zeigt ihr Ziel an. Warte, was? Am Rande des Bewegungsmelders zeigt ein Ziel an? Oh nein, nee, kein Radio anmachen. Ich weiß nicht, ob wir hier sein dürfen. Geräuschmacher. Noch immer irgendwelche komischen Sachen. Gucken wir mal hier ins Crafting-Menü rein. Geräuschmacher brauchen wir. Ladungspack. Ein Sensor und eine Impfpistole. Machen wir einfach mal ein. Können wir auch den Schrott wieder mitnehmen. So. Hier haben wir nichts. Hier geht's wieder raus. Hebel benutzen. Dose S. Okay, Tür geöffnet. Gucken wir mal kurz hier lang. Ich weiß, von hier kommen wir, aber vielleicht liegt hier noch irgendwas rum, was wir brauchen können. Sieht mir aber nicht so aus. Dann geht's hier mal weiter. Zum Verstecken halten. Ich passe da rein? Alter, nicht schlecht. Wenn es hier Versteckmöglichkeiten gibt, darf hier wahrscheinlich nicht sein. Bewegung sehe ich jetzt keine. Ja, was heißt benutzen? Was ist das? Da kam einfach irgendwas raus. Ein Ladungspack. Na gut. Vielleicht einfach nur so ein Paketband, wollte ich schon sagen. Wie nennt man sowas? Ja, Flughafen, wo die Koffer reingesteckt werden. Keine Ahnung, was der Fachbegriff dafür ist. Förderband. Also ist nicht unbedingt der Fachbegriff, aber Förderband war das, was dir gerade nicht eingefallen ist. Sie betreten einen eingeschränkten Bereich. Okay. Bitte gehen Sie. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda, Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sevastopol. Es muss einen anderen Weg geben. Finden Sie einen anderen Weg hinein. Oh Gott, hallo. Alles Gute, Sie dürfen hier anscheinend sein. Okay, Training. Schwänzen wir heute mal und gucken mal hier durch. Oh, was ist jetzt los? Ah, okay. Das war knapp. Also wenn ich das unter Druck machen muss, dann ist es auf jeden Fall vorbei, glaube ich. Eieiei, was ist das hier? Irgendein Blueprint der Station oder so. Taschen der Batterien sind voll. Hier habe ich nochmal nachgeladen. F? F gedrückt halten? Ja,
Okay, dann können wir jetzt hier mitnehmen, ne? Sehr gut. Bisschen nebelig hier. Keine Elstern erlaubt. Gut, dann gucken wir mal hier durch diesen dunklen Gang, um irgendwie hinter die Tür zu kommen. Zugang zum Fahrstuhl ist bekannt. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Okay, Hughes, sprich mal seinen Namen aus. Ja, ich bin gleich. Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Oh, well. Oh. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Guten Tag. Also wirklich freundschaftlich war das jetzt nicht. Hätten wir denen nicht vielleicht irgendwie, keine Ahnung, helfen können? Indem wir denen in den Rücken schießen? Aber ich glaube, jetzt ist es zu spät. Gut. Jetzt muss ich immer seinen Namen nicht mehr merken. Die werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und denen aus dem Weg gehen, glaube ich. Und da ist direkt eine Kamera. Aber die geht nicht so weit, oder? Ich glaube, jetzt hat aufgehört. Ja. Oh, die Leute sehe ich ja auch nicht. Schaffen sie sich Zugang zum Aufzug, ohne entdeckt zu werden. Geht das weiter hin, ne? Ne. Gut. Frage ist, wo ist der Aufzug? Da steht Communication Control. Hier müsste irgendwo der Roboter sein. Oh, suchen. Hat er noch Loot? Ein bisschen Schrott, Komponenten und 4 Schuss. Perfekt. Ich sehe jetzt erstmal keinen hier. Ah, das ist jetzt die Tür, wo wir gerade vorstanden. Weil ein Roboter meinte, Durchgang verboten. Sollen wir durchgucken? Da liegt was. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Und wollen wir ja auch nicht. Guck mal, hier ist der Security-Bereich. Ich kann mir irgendwo diese Kamera ausschalten. Oh. Ich glaube, hier können wir Kameras ausschalten. Gucken uns aber erstmal um. Was haben wir hier? Sensor ist voll. Terminal zugreifen. Vielleicht gibt es hier was Interessantes. Ihre Aufzeichnungen. Sensible Firmeninformationen wurden automatisch in einer kürzlich von diesem Terminal verschickten Sevastolink-Nachricht entdeckt. Dieser Vorfall wurde im Namen von Seeksons von Apollo aufgezeichnet. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter von Seeksons Synthetics. Okay, zweite Datei ist fehlerhaft. Apollos Auge. Rix, arbeiten Sie immer noch bei Seeksons Communications? Erinnern Sie sich noch an den Ärger, den Sie letztes Jahr hatten? Der Ärger, aus dem ich Ihnen geholfen habe? Sie können sich jetzt endlich revanchieren. Einer meiner Kollegen hat sich die Importdokumente angesehen und ein paar Unstimmigkeiten gefunden. Er ist neu und versteht auch nicht genau, wie die Dinge auf Sevastopol laufen und droht nun damit, Waits einzuschalten. Dies könnte uns alle schaden, also behalten Sie ein Auge auf ihn, falls hier irgendetwas Interessantes ergeben sollte. Apollo hat überall Kameras. Man muss ihm nur sagen, worauf sie gerichtet werden sollen. Der Kollege heißt Daniel Haldin, wohnt im Yosia Sik Suten Bereich 651. Digga, was ist das für ein Name? Yoshia Sik Suit Bereich 651. Falls es alles gut laufen sollte, hat vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit für Sie. Wir könnten hier aufräumen. Ransom. Ordner fehlerhaft und Zubehör ist leer. Okay. Wir können uns verstecken. Da ist der Typ. Sieht er mich? Bin ich ganz sicher. Ich glaube nicht. Ich gehe mal hier ran. Okay, können wir jetzt hier irgendwo die Kameras ausschalten. Wir könnten Kameras ausschalten. Dafür müssen wir aber das... Ja, Alarmsystem müssen wir gar nicht aktivieren dafür. Blödsinn. So, perfekt aus. Und eigentlich wollte ich Tab drücken, nicht Q. Na toll. Nochmal ran. Tab. Luftreinigung aktiv.
Ja, kann die eigentlich bleiben. Okay. Dann gucken wir einmal hier hoch. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, sollten wir hier hingucken oder nicht? Das sind halt Sachen. Leuchtfackelinventar ist voll. Habe ich gesehen hier, ne? Ne. Schauen wir jetzt mal so hin, suchen. Schrott, Schrott, Ethanol. Alles schon voll. Ich hoffe, ich werde hier nicht so gierig. Was ist da? Kamerafeed, nicht interagierbar. Hier geht's zu den Typen. Da können wir, glaube ich, nicht reingehen. Ich vermute auch mal, da können wir nicht hoch. Oder liegt was? Ausweis. Und noch kein Plan, was sie bringen. Nehmen wir aber mit. Oh. Okay, nee, hat uns nicht gesehen. Sehen Kamera? Ist aus. Dann mal schnell weg hier. Aber hier durch? Ja, ach, das ist sogar Aufzug, lol. Oh, es dauert. Ich dauere das jetzt so lange. Gucken die? Ne. Schnell rein da. Und Tür zu. Schnell, schnell, schnell. Okay, keiner gesehen. Wir sind safe. Ja, die Frage, was jetzt unsere Mission ist. Der Flugschreiber ist im Eimer. Wir sind jetzt hier gefangen. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Das heißt, wir werden jetzt versuchen. Unser Cap. Genau, mit dem wollten wir noch Kontakt aufnehmen. Das ist wahrscheinlich unser Hauptziel. Das heißt, wir lassen den Flugschreiber hier einfach zurück. Na gut. Mal kurz auf die Karte gucken. Dann die Karte einmal aktualisieren. Dann ist jetzt die Frage, wohin? Da vorne habe ich gerade auch einen Roboter gesehen. Das heißt, wir können hier auch erstmal hochlaufen. Das sind meine Schritte. Ja doch, ich glaube schon. Ach Mann, ey. Bisschen Ethanol können wir auch schon nicht mal tragen. Brauche ich mal so einen Rucksack oder so für ein größeres Inventar. Sicherheitszugangsgenerator. Oh, können wir auch hacken hier. Soll das sein? Das hier? Ne. Ah, oh, super. Okay, so. So. Und so. Okay, was ist jetzt hier? Auf Terminal zugreifen. Privat. Torrance Roof. Ach, das ist hier die Nacht, die wir gerade schon gehört haben. Einheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Verlaine hier von der Torrance. Was zur Hölle war das? Sevastopol. Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie. Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Okay, das hier, was wir gerade gehört haben, war die Nachricht, die wir empfangen haben, bevor wir auf diese Raumstation gegangen sind. Der meinte, bitte Abstand halten und Hilfe senden. Wir haben das genaue Gegenteil gemacht. Wir haben gar keine Hilfe geholt.
Ist einfach hier auf den Raubstation gekommen. Ah. Na super. Guck mal, hier ist so extern Kommunikationscenter. Oder so ähnlich. Eine Kamera, ich hoffe mal. Die machen nichts, vielleicht können wir die hier ausschalten. Bisschen schneller bitte. Kamera, die aktivieren, Luftreinigung. Die aktivieren, egal. Okay, die Kamera bewegt sich immer noch. Auf externe Kommunikation zugreifen. Da unten laufen Leute rum. Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Finden Sie ein anderes Kommunikationsterminal. Na super. Erstmal hier durch den dunklen Schacht. Mal sehen, wo es hier hingeht. Okay, wir sind jetzt wieder unten. Direkt in dem Raum mit den Robotern. Geh erstmal ein Stück zurück. War hier nicht irgendwo auch ein Speicherpunkt? Ja, da vorne. So, noch einmal zwischenspeichern. Jo, überschreiben. Und dann werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Wir haben hier noch ziemlich großen, unerkundeten Raum. Ich denke mal, wir müssen hier hin und uns einfach irgendwie an diesen Roboter vorbeischleichen. Okay, ich kriege nicht auf den Radar, aber da vorne ist er. Halten, um die sich zu fokussieren, während sie den. Was? Wie sind diese Dinge einmal abgehakt? Achso, ich kann so fokussieren? Nee, hä? Ah, okay. Wenn ich jetzt hier rauf gucke, ist alles unscharf und wenn ich Rechtsklick drücke, dann wird es scharf. So, Sensor, Komponente, Ladungspack. Alles voll. Hier wäre ein Schacht. Wir machen den einfach mal auf, gehen aber noch nicht rein. Da steht einer. Das ist halt die Frage, was jetzt passiert, wenn ich ihn zum Beispiel von hinten einfach in den Kopf schießen würde. Wäre er sofort tot oder läuft er weiter, weil er halt ein Roboter ist? Das sind auch zwei Stück. Wir gehen mal rein. Egal, wir gucken mal, wo es hingeht. Okay, kann einfach rausgucken. Diese Gitter hier. Ich hoffe mal, die können nicht reingucken. Gehen wir erstmal hier links rum. Also wo es hingeht. Wahrscheinlich einfach auf die andere Seite des Raumes. Mal gucken wir mal hin. Gibt es hier noch was zu holen? Da ist doch irgendwas. Was ist das? Keine Ahnung. Oh, ich komme unter dem Tisch sogar. Krass. Der steht da. So, einfach mal mich hier rumzuschleichen. Bleibt da schön stehen, bleibt da schön stehen. Oh nein. Ich kann mich nicht kleiner machen, sieht er mich? Ich bin günstig. Ich bin zuverlässig. Günstig und zuverlässig. Ich bewege mich einfach nicht, bis er sich wieder weggeht. Da kommt der Johann. Oh Gott. Schnell, schnell, schnell weg. Ich glaube, hier sind wir sicher. Ja, der kommt nicht hinterher. Sehr gut. Die Tür ist verschlossen. Jetzt machen wir einfach mal hier lang ab. Wir können auch wieder aufstehen. Och, Ionenschneider. Warum? Wo kriegt man den her? Ja, das hat es jetzt gar nicht gelohnt, hinzukommen dann. Die Sonne blendet, ich sehe nichts.
Oder ist er, oder? Doch. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Gibt es hier noch irgendwas? Oder können wir einfach hier nach hinten abhauen? Ich bin gerade nicht sicher. Ich würde sagen, wir warten, bis er einmal rumgeht. Dann schleichen wir uns nach vorne ans Fenster. Geht einmal vorbei. Dann können wir von hier aus besser gucken. Haben wir die Sonne nicht im Blick? Wir sehen, wenn er hier vorbeigeht. Ich kann sogar hier durch die Wand gucken. Ganz praktisch. Kann ich noch weiter runter? Geh runter, runter. Nee, weiter runter geht nicht. Die Kamera guckt mich die ganze Zeit an. Na komm. Hau ab da. Lass mal Steuerung D zum nach rechts gucken. Ja. Der bewegt sich. Auch nicht. Na, steht immer noch. Ach, komm, beweg dich. Na, Raff war das nicht, wenn ich jetzt da vorbei schleiche. Okay, jetzt bewegt er sich. Sehr gut. Guck es nicht hin, guck es nicht hier hin. Okay. Ich glaube, hier sind wir sicher. Alter, geile Aussicht. Hier ist nichts. Außer der da. Wieso wird die Musik so laut? Wo läuft er hin? Oh, hab ich gesehen? Ich glaube nicht. Steuerung A? Shit. Oh Gott, er hat ihn geguckt. Es hat nach links irgendwie kommen hier. Mit diesem Container. Oh, er ist nicht da? Jetzt schnell. Ja, sehr gut. Und das nächste weg. Lauf, 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 lauf. Nein, guck mich hin. Oh Gott. Guckt er auf den Bildschirm oder guckt er zu mir? Das schielt ein bisschen. Shit. Ich glaube, jetzt hat er mich gesehen, oder? Die Roboter sind nicht so intelligent wie die Menschen aus der letzten Folge. Die haben mich ja komplett auseinandergenommen. Okay, das ist so ein Versteckungscontainer. Aber wir gehen erstmal weiter. Okay, irgendein Funkspruch? Munition oder so? Ne, Bindemittel. Hallo, ist aus wie eine Gewehrpatrone. Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich höre dich, aber ich weiß nicht genau. Wir brauchen dringend Hilfe. Wo? Da ging eine Tür offen zu. Okay. Hallo, ist da jemand? Gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Hier scheint überall nichts zu sein. Ich hab die ganze Zeit irgendwie Angst, dass hier jemand um die Ecke steht und ich genau in die Arme laufe. Und ich alles normal machen muss. So ein Speicherpunkt wäre jetzt nett. Ich bin auf dem Weg. Wir können auf die Karte gucken. Wir scheinen eine Sekunde zu haben. Da geht's rein. Gucken wir gleich. Aktivieren Sie Samuels Kommunikation. Okay. Machen wir gleich mal.
gucke nochmal kurz nach hier hinten, was hier abgeht. Scheint mir aber auch ein Rundgang zu sein. Oh. Okay. Hab ich gesehen? Ich hau einfach ab. Schnell laufen. Wir gehen doch hier rein. Okay, wir gehen nicht hier rein. Shit, war das jetzt der gleiche? Oder waren das zwei? Ich lasse mich jetzt irgendwie einkesseln. Ne, ich glaube, es war der gleiche. Da liegt ein toter Roboter. Mist, ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Ich glaube, der ist da reingelaufen. Ich bin mir halt nicht ganz sicher. Strom benötigt. Sind irgendwelche Roboter drin, die schlafen? Wir gehen mal hier rein, egal. Gucken, wo es uns hinführt. Boah, ich hab dringend einen Speicherpunkt. Wieder irgendwelche Geräusche, die mich ein bisschen nervös machen. Okay, keiner zu sehen. Suchen. Nehmen wir mit. Und hier ist nochmal was zum Lesen. Ich hoffe mal, beim Lesen sind wir sicher. Jeder Vorgang nicht gestattet. Auch nicht gestattet. Verwaltungsleiterin Mina Taylor. Ich bestätige den Empfang Ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in Ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland-Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. Okay. Das ist also einer von unseren Kollegen gewesen. Der anscheinend Kontakt mit diesen Waits. Frage, ob wir dem vertrauen können oder nicht. Mittlerweile habe ich ein paar Vertrauensprobleme aufgebaut. Da können wir nochmal durchgedannt, aber wir gucken erstmal nach hier zur Tür. Und vor allem zu diesem komischen Kasten. Gut, was können wir hier machen? Zugriff. Das müssen wir aktivieren. Kamera kann aus. Das kann aus. Tür kann angemacht werden. Die Tür ist im anderen Raum da drüben. Nee. Ach nee, die Tür rechts neben uns haben wir aufgemacht. Okay. Ich habe wieder Kugel gedrückt anstatt Tab. Mein Gott. Noch habe ich es nicht ganz raus. Was haben wir hier? Alarmsystem aus, Kamera aus und Beleuchtung. Lassen wir an. Türzugriff, Beleuchtung, mehr haben wir nicht. Okay. Gucken wir mal hier durch. Ich habe mir meine Leuchtfackel rausgeholt. Leg gerne den Revolver. Hier fühle ich mich sicherer. Sehe gar nichts. Die Luftreinigung vielleicht nicht ausmachen sollen. Was ich überhaupt gemacht habe. Okay, hier ist der Gang, wo wir gerade eben waren. Das Problem ist, irgendwo war da dieser Roboter und ich weiß nicht, wo der hin ist. Gucken wir uns erstmal weiter hier um. So, hier haben wir noch einen extra Raum. Einen Speicherpunkt, endlich. Und einen EMP-Bauplan. Oh, EMP geht natürlich stark in diese Roboter. Wenn wir die hiermit einfach lahmlegen können. Ja, speichern, bin ich mir sicher. Okay. Dann gucken wir mal kurz, was brauchen wir für ein EMP? Oh, das ist ganz schön teuer. Wir brauchen 3 Ladungspacks, 2 Sensoren. Was war das hier nochmal? Eine Impfpistole. Und 2 Bindemittel plus 25 Schrott. Die EMP vor. Die MP-Vorrichtung detoniert beim Aufprallen
Und der folgende elektromagnetische Puls setzt nicht industrielle Syntheten vorübergehend außer Gefecht. Durch Platzieren wird die Vorrichtung zu einer Annäherungsmine. Okay. Obwohl diese teuer ist, kann man die nur einmal benutzen. Müssen wir uns merken. Hier können wir nochmal klettern gehen. Das Ding ist, wir müssen eigentlich nochmal zurück in diesen einen Raum. Machen wir gleich. Mal kurz gucken, was wir hier manipulieren können. Türzugriff brauchen wir. Der Rest kann aus. Da ist Türzugriff an. Wir haben nur diese zwei, ne? Ja. Okay, sollte so passen. Gucken wir jetzt schon mal hier rein? Ich würde sagen ja. Mal sehen, wo es hingeht. Hier ist aber sehr dunkel. Waren wir hier schon mal? Ja, okay, war ein Rundgang. Gut, dann habe ich jetzt langsam alle Wege im Kopf, glaube ich. Und laut Karte ist das hier unser Hauptziel. Bevor wir dahin gehen, würde ich aber gerne nochmal in den Raum gucken, den wir freigeschaltet haben. Wieso wird die Musik so? Gehen die zu Robotern? Die haben ja schon durch die Tür gesehen gehabt vorhin. Die wachen doch jetzt nicht auf, oder? Hoffen wir nicht. Ausweiskarte. Ein bisschen Kleinkram. Wieso ist die Musik so? Das macht mich nervös, Mann. Okay, es hat aufgehört. Wir haben alles. Gucken wir jetzt in diesen Raum rein. Warte, wir müssen nochmal hier Revolver ausrüsten. Irgendwo hier war der Roboter. Der ist schon mal tot. Aber es war, glaube ich, nicht der, den wir gesehen haben. Ich wüsste nicht, wie der gestorben sein sollte. Hier ist gar nichts, oder wie? Ne. Da vorne ist der andere Ausgang. Ja, okay. Keine Ahnung, wo der Roboter hin ist. Oder ist das doch der Tote? Aber kann eigentlich nicht sein. Wer soll ihn umgebracht haben? Das hat irgendwie ausgerutscht und hingefallen. Egal. Wir gehen hier zum Hauptziel unserer Mission. Drücken Sie die passende Taste, wenn der Schaltkreis aktiv ist. Warte, was? Ach so. D, W, unten. Okay. Links konnte man diese hier Tasten sehen. Und je nachdem, wann es geblinkt hat, muss man die Tasten drücken. Bewegen Sie markierte Ventile mit Tasten. Bestätigen Sie mit Eingabe. Bestätigen. Okay, ich glaube, ich muss einfach nur die weißen Zahlen aktivieren. Komm, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Okay, das war einfach. Was ist hier? Wieder sowas. Also hier ist jetzt oben W zum Beispiel, unten ist S und da ist D. A. Oh, Cutscene. Sie leben, Ripley hier. Ripley, Taylor, das ist Ripley. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ach, geschafft. Wo sind die? Leben noch. Wir sind jetzt bei einer Transitstation, direkt bei der Krankenstation. Okay, Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Seekson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Seekson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Die leben noch.
Ja, nice. Mann, ich bewege mich langsam. Ich bin zurück durch. Oh nein. Scheiße. Speichern, speichern. Komm, 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 komm. Ist das noch so lange? Oh, Junge. Ich habe irgendeinen Alarm ausgelöst. Ich denke mal, es wird hier ordentlich Action abgehen. Ich bewege mich hier so merkwürdig. Gut, wir gehen hier einfach mal in den Schrank rein. Flecken uns. So. Okay, was ich sagen wollte? Ja, cool, dass die beiden noch leben, auch wenn ich keinen Plan habe, wie das überlebt haben. Ich meine, die eine wurde einfach von dieser riesigen Metallplatte getroffen. Im Weltall. Ich dachte, die ist bis... Da läuft jemand. Ich dachte, die ist bis sonst wohin geflogen. Aber anscheinend haben die es noch mit den Stationen geschafft. Okay, das heißt, unsere nächste Mission ist jetzt, die beiden zu retten. Oh nein, kommt jetzt hierher? Eigentlich wollte ich jetzt die Folge hier beenden. Die geht schon ziemlich lange, aber... Ne, er geht. Okay, alles safe. Okay. Ich hoffe, hat die Folge gefallen. Ich schwitze immer noch wegen dem Alien. Das Ding war echt gruselig. Und dann, ja, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.